Herzlich willkommen in der Sixtinischen Kapelle. Sesam, öffne dich. So, hier laufen jetzt auch wieder Leute rum. Okay, er läuft gerne rückwärts, wie es aussieht. Okay, so wie es aussieht, können wir einfach an ihm vorbeilaufen und dann die Tür aufmachen. Wieso läuft die ganze Zeit rückwärts? Sind die geistig behindert? Wo kommt der wohl her? Hast mich nicht gesehen. So, weiter. Unum Deum, Patrem Omnipotentem, Factorem Coeli et Terrae. Invisibilium omnium et invisibilium. Okay, er ist Papst. In unum dominum Jesum Christum. Die Sixtinische Kapelle. Filium Dei unigenitum. Die Kirche des Papstes. Et ex patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine. Das ist zu optimal gebaut. Deo vero. Der erwartet uns doch. Non factum consubstantialem Patri. Erwartet uns sowas von. Ich dachte, ich stünde darüber. Das tue ich nicht. Es dauerte zu lang. Kostete zu viel. Requiescat in pace, du Bastard. Das glaube ich nicht. Mhm. Nein. Wie kannst du widerstehen? Aha. Nett von dir, mir den Apfel zu bringen. Gib ihn her! Euch geht's wohl zu gut. Oh, ihr mein Kämpfer. Ganz wie dein Vater. Ja. Freue dich, mein Kind. Denn bald siehst du ihn wieder. Du wirst ihn mir geben. Wie ihr wünscht. Faszinierend. Eine beeindruckende Macht. Aber wenn du denkst, das würde dich retten, dann liegst du falsch. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst? Ich oder meine Klone? So, das bin ich aus allen Zeiten. So, hoch hier. Suchen wir uns mit dem Attentat von oben nochmal. Du hältst mich nicht auf! Avanti, mi stai annoiando. Ich strecke dich nieder, Assassine! Niemals. Wow. Ja, fürchte mich nur! Ich kann ihn nicht blocken, ich kann ihn nicht anhaben.
Komm schon. Alter. Du hältst mich nicht auf. Ein kluger Trick, aber nutzlos. Los, Leute. Gib's dem Papst. Was glaubst du, wie lange du durchhalten kannst? Länger als du, dicker Mann. So, das Packen hilft. Das haut ihn aus der Bahn. Töten, 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 töten. Da steht töten. Ja, fürchte mich nur. Ich fürchte einen Scheiß. Wir haben dich gleich, großer Mann. Ja, sehr gut. Mal nachtreten und draufkloppen. So, das reicht jetzt, Papst. Gib mir den Stab. Nein, das wirst du mir nicht nehmen. Es ist vorbei, Rodrigo. Legt die Waffen nieder und ich werde euch ein schnelles Ende gewähren. Wirklich, Ezio? Und wenn es andersherum wäre, würdest du so schnell aufgeben? Finden wir es doch raus. Endlich. Und jetzt zurück zu dir. Nicht cool. Das zweite Mal, dass er mir unter den Bauch sticht. Ein Drecksack. Das ist zu einfach für die Schalter. Okay, wir bewegen uns so, als ob uns das nichts angehaben. Wehtat. Eliminieren, in Besitz bringen. Und es sieht kaum futuristisch hier unten aus. Was ist das für ein Ort? Öffne dich, verdammt! Geh auf! Es ist vorbei, Rodrigo. Keine Tricks mehr. Keine antiken Artefakte mehr. Keine Waffen mehr. Mal sehen, woraus ihr gemacht seid, alter Mann. Na gut, wenn du es so spielen willst. Was erwartet ihr eigentlich von der Gruft, Rodrigo? Weißt du nicht, was da drin ist? Oder willst du sagen, die großen, mächtigen Assassinen konnten es nicht herausfinden? Was nicht herausfinden? Es ist Gott. Gott lebt. Das ist eine Lüge, Spinner. Ihr wollt, dass ich glaube, dass Gott unter dem Vatikan lebt? Das wäre logischer als ein Königreich auf einer Wolke, nicht wahr? Umgeben von singenden Engeln und Posaunenchören. Ein liebliches Bild. Doch die Wahrheit ist viel interessanter. Na, erzähl sie mir. Mal angenommen, ich würde euch glauben. Was glaubt ihr, tut er, wenn ihr die Tür öffnet? Das ist egal. Ich suche nicht nach Bestätigung, nur Macht. Und ihr denkt, er wird diese aufgeben? Was? Gott soll allwissend sein und allmächtig. Ihr glaubt, ein paar alte Reliquien können ihm was anhaben? Du weißt nichts, Junge. Ihr seid der Papst. Und doch lehnt ihr den zentralen Text eurer Religion ab. Bist du so naiv? Ja, du?
Ja, Entschuldigung, ich habe dir gerade ins Gesicht geschlagen. Das war nicht ganz so fair. Willst du nichts mehr sagen? Verprügel ich dich so doll? 1, 2, 3. Und nochmal nachtreten. Und nochmal nachtreten. Ich glaube, er hat echt nichts mehr zu sagen. Komm schon, sprich schon, alter Mann. Er will wohl nichts mehr sagen. Er wehrt sich auch nicht mehr. Oh ja, wir erwürgen ihn einfach. Okay. Ganz schlicht und einfach. Oh nein! Oh nein! Es ist meine Bestimmung! Meine! Ich bin der Prophet! Das wart ihr nie. Dann bring es schon zu Ende. Nein. Euch zu töten wird meine Familie nicht zurückbringen. Ich bin fertig. Nichts ist wahr. Alles ist erlaubt. Requiescat in pace. Und es hat sich doch ein Grab geöffnet. Dann schauen wir uns mal an, was uns da drin erwartet in der Gruft. Sequenz 14 beendet. Gänsehaut! Sei gegrüßt, Prophet. Es ist gut, dass du kommst. Zeig es uns. Wir sind dankbar. Wir müssen reden. Wer seid ihr? Ich bin Phile. Als ich starb, war ich Minerva. Davor war ich Merva und Mira. Und noch viele davor. Auch die anderen. Juno, die vorher Uni hieß. Jupiter, der vorher Tinia genannt wurde. Ihr seid Götter. Nein, keine Götter. Wir waren einfach vorher da. Auch als wir noch auf Erden wandelten, haben die Menschen uns nicht verstanden. Wir waren Fortgeschrittener. Euer Verstand war nicht bereit. Auch jetzt. Vielleicht nie. Wer weiß. Ihr mögt uns vielleicht nicht verstehen. Aber ihr werdet unsere Warnung verstehen. Ihr müsst. Nichts von dem, was ihr sagt, ergibt Sinn. Unsere Worte sind nicht für dich bestimmt. Wovon redet ihr denn? Hier ist doch sonst niemand. Genug. Ich wünsche nicht, mit dir zu sprechen, sondern durch dich. Du bist der Prophet. Dein Teil ist erledigt. Du repräsentierst ihn, aber sei bitte still. Wir müssen reden. Als wir noch fleischlich waren und unsere Heimat intakt, verrieten uns die Menschen. Uns, eure Schöpfer. Uns, die euch Leben gab. Wir waren stark, aber ihr wart viele. Und beide wollten wir Krieg. So sehr vereinnahmte uns das Irdische, dass wir den Himmel nicht beachteten. Und als wir es taten, brannte die Welt, bis nichts außer Asche verblieb. Dann und dort hätte es enden sollen. Aber wir erschufen euch nach unserem Bilde. Wir schufen euch, um zu leben. Und das taten wir. Wir waren wenige. Von euch und von uns. Es forderte Opfer, Stärke und Hingabe.
doch wir erneuerten. Und als Leben in die Welt zurückkehrte, schwuren wir, dass die Tragödie sich nicht wiederholen würde. Aber nun sterben wir. Und die Zeit arbeitet gegen uns. Aus Wahrheit wurde Mythos und Legende. Was wir erschufen, missverstanden. Lass meine Worte die Botschaft konservieren und unseren Verlust aufzeichnen. Aber lass meine Worte auch Hoffnung bringen. Suche nach den anderen Tempeln, erbaut von denen, die sich vom Krieg abwenden konnten. Ihr Werk beschützte uns, rettete uns vor dem Feuer. Wenn du sie findest, wenn du ihre Arbeit rettest, dann vielleicht auch diese Welt. Doch schnell, die Zeit wird knapp. Wappne dich gegen das Kreuz. So viele werden sich dir in den Weg stellen. Es ist getan. Die Nachricht überbracht. Wir verlassen diese Welt nun. Wir alle. Wir können nichts mehr tun. Nun liegt es an dir, Desmond. Was? Wer ist Desmond? Ich verstehe nicht. Bitte wartet. Ich habe so viele Fragen. Ja, das muss so frustrierend sein. Was zur Hölle? Ja. Und das ist das Ende von Assassin's Creed 2. Eins der besten Geschichten und das beste Assassin's Creed. Mit der schönsten, sinnvollsten, emotionalsten, charaktertechnisch stärksten. Es sind nur etwa 10 Minuten, bis ich meine ganze Ausrüstung bereit zu gehen, bevor sie... Desmond! Ja, ja. Gut, Sean. Du und Rebecca Geschichte. Müsst hier drin alles zusammenpacken und in den Truck laden. Du und ich kümmern uns um die Templer. Sie sind hier? War nur eine Frage der Zeit, bis sie uns finden. Ganz ehrlich, es wundert mich, dass sie so lange brauchten. Gehen wir. Ezios Handschuh. Dann wollen wir mal. Wir haben alles gelernt. Also, wie ist der Plan? Wir hauen hier ab und dann... Es gibt noch einen Unterschlupf, der... Wir kriegen Besuch. Auf geht's. Der Truck ist gleich vor uns. Ja, auf jeden Fall das schönste und... beste Assassin's Creed. Mr. Martz. Hallo, Doktor. Welch unerwartete, aber freudige Überraschung. Und ich dachte, ich müsste noch mehr Männer an Sie vergolden. Schön, dass Sie mir den Ärger sparen. Was wollen Sie, Widdig? Dass Sie nach Hause kommen. Wir vermissen Sie. Wir haben noch so viel Arbeit gemeinsam. Das wird nicht passieren. Dass Sie mich aber auch immer wieder enttäuschen müssen, Miss Stirn. Ich habe Ihr Leben gerettet. Erinnern Sie sich? Und so danken Sie es mir. Sie retteten mich, damit Sie weiter Experimente mit Menschen machen. Ihre Leben zerstören konnten. Und wofür? Oh, das Argument. Soweit ich weiß, waren sie dabei, neben mir, die ganze Zeit über. Das Blut klebt an ihren Händen, genauso wie an meinen. Du musst ihn stoppen. Bin dabei. Autsch. So, dann fangen wir mal an, hier die Templer zu zerlegen. So. Sie kämpfen wie Ezio. So. Unser erster Mord. Na komm. Das sind auch die besten Credits, die es von dem Spiel gibt. Die Einleitung in den nächsten Teil. So, wo ist der Doc? Ja, das habe ich gelernt.
Okay, dann nicht. Kann ja nicht einfach hochspringen und die töten. So, wieder einer weniger. So. Also Konterangriffe sind immer das Effektivste. Was dachten Sie denn, Miss Dillman? Sie können sich nicht verstecken. Ah, Doug. Jetzt gibt's nur noch Sie und mich. Genießen Sie den Sieg, Mr. Miles. Solange Sie können. Desmond, wir müssen los. Da bist du ja. Komm schon. Hilf Lucy ins Auto. Tempo, Desmond. Wir müssen los. Du bekommst deine Chance, Desmond. Warren kriegt schon noch, was er verdient. Versprochen. Also was nun? Wohin gehen wir? Im Norden gibt's eine Hütte. Dort sollten wir sicher sein. Wenigstens für kurze Zeit. Ich muss nur die Bänder deiner Sitzungen analysieren. Herausfinden, was los ist. Und dann? Dann mal los. Ich habe dich angeschlossen. Wird eine lange Fahrt für uns. Ich dachte, du spielst vielleicht gern mit dem Animus so lange. Ja gut, aber erst habe ich Fragen. Ich meine, was war das in der Gruft? Was du gesehen hast, bestätigt meine Befürchtung. Die Templer sind nicht die größte Gefahr. Bei weitem nicht. Also dann, die Sonne. Was wird sie tun? Die Erde grillen? Ich weiß nicht, aber vielleicht. Es gab Spekulationen über eine Abschwächung des Magnetfelds der Erde. Eine starke Eruption könnte die Pole vertauschen und eine geomagnetische Umkehr verursachen. Wenn das passiert, rein theoretisch, könnte der Planet geologisch instabil werden. Sehr instabil. Das fällt eigentlich unter Pseudowissenschaft, aber irgendeine Katastrophe hat die Menschen der ersten Zivilisation erledigt. Und diese Frau, wie hieß sie noch? Minerva, nicht? Sie schien zu denken, dass wir auch eine erleben werden. Egal, wir sind am Arsch. Ich weiß nicht. Wir schauen uns weiter die Bänder an. Du kannst deine Erinnerungen durchforsten. Vielleicht gibt es mehr zu entdecken. Okay, am besten fange ich an. Ah, was ein gutes Ende. Ich bin gerade emotional sehr aufgewühlt, wie bei sonst keinem der Spiele, die ich bisher durchgespielt habe. Oder selten zumindest. Also vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid beim zweiten Teil von Assassin's Creed auf der PlayStation 4. Wenn ihr Brotherhood sehen wollt, dann bleibt dran, denn morgen kommt schon die nächste Folge und dann geht's mit der Geschichte von Ezio weiter. Das war nämlich noch nicht alles. Ein Glück. Es wird mehr geben. Definitiv. Und ich habe auch gehört, von der Grafik her soll es nochmal eine Ecke schöner werden. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Lasst mir am besten ein Abo da und dann sehen wir uns morgen zu Assassin's Creed 2 Brotherhood wieder. Bis dahin, alles Gute und haut rein. Bye, bye. Thank you.
Klick, klick, klick. Klick, klick, klick. Klick.